KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Der Erik, ey, völlig ansatzlos. Hallo. Wie jetzt? Ja, zum Anfang. Ja, hallo, hier ist der KinoCast. Ja, ich weiß, hier wartet jemand auf was. Ich will das hier schon. Ja, okay, hallo. Fang mal halt an. Klammer okay. Ist eh schon. Genau. Ja, heute haben wir nicht nur Animationsfilme, aber der Chris hat auch ein paar geschaut gehabt vom Internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart, wo wir ja letzte Woche schon eine Sondersendung gemacht hatten. Und ihr könnt auch auf kinocast.net immer noch den Livestream schauen, der jeden Nachmittag startet mit Aufnahmen aus den Innenstadtkinos, aus dem Gloria, glaube ich. Und ja. Was übrigens sehr, sehr cool gemacht ist, finde ich. Also ich habe das teilweise jeden Abend hier laufen gehabt, einfach so. Da kamen so tolle Filme, manche haben mir nicht so gefallen. Ja, vielleicht so noch als kleine Anregung für das Trickfilmfestival, vielleicht könnte man es so ähnlich machen wie bei Musikvideos. Also früher gab es ja bei MTV mal Musikvideos und da wurde dann am Anfang und am Ende vom Musikvideo mal eingeblendet, wie denn das Lied heißt und wer das gemacht hat. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man das so drunter machen könnte. Also wenn der Film beginnt, dass man das mitkriegt oder wenn man mitten reinschaltet oder denkt, oh, der ist gut, wie heißt der? Dass man nicht extra auf die Webseite gehen muss und sich irgendwo in dem Menü verhaken muss, um da den Plan zu finden, den es als PDF gibt und dann runterladen und gucken, wie das heißt. Dann muss man irgendwie gucken, ja, welche Zeit das war und was vorher kam, was danach kam, damit man weiß. Aber gut, wir haben noch einen anderen Film geschaut, den die Kate ja letzte Woche angekündigt hatte als unsere Heim-Sneak-Preview. Love and Monsters. Wie hieß der im Original? Der hieß irgendwas nur mit Monster, ne? Monster Problems. Ah, Monster Problems, genau. Aber jetzt Netflix vermarktet den als Love and Monsters. Ein Fantasy-Film mit Dylan O'Brien, Michael Rooker, Jessica Henwick in den Hauptrollen. Und der Film hat eine ziemlich coole Prämisse. Also ich musste den jetzt letzte Woche auch schon mal auf Arbeit mal einer Kollegin pitchen, den Film, und da ein bisschen Lust machen. Und da habe ich halt auch so gesagt, ey, stell dir vor, so, es rast ein Komet auf die Erde zu und die Menschheit schießt diesen Kometen ab, aber durch irgendwelche Gase oder irgendwas, irgendwelche Chemikalien, die dann trotzdem noch auf die Erde tropfen, werden halt die normalen Tiere mutieren dann und werden halt teilweise riesengroß oder total gefährlich oder irgendwas. Und es führt dann halt dazu, dass die Menschheit sich verstecken muss unter der Erde in Bunkeranlagen und sich irgendwie so zusammenfindet, um da zu überleben, weil oben auf der normalen Erde, da herrschen halt jetzt plötzlich irgendwelche riesigen Kröten oder irgendwelche gefährlichen Alligatoren oder irgendwas. Und ja, dann lebt die Menschheit unter der Erde und da gibt es halt einen, unseren Hauptprotagonisten, der ist in so einer Bunkeranlage und der ist da mehr oder weniger so der Außenseiter. Also der darf nicht mit raus, wenn die anderen mal rausgehen, um da irgendwelche Sachen zu looten, sondern er muss halt irgendwie das Essen kochen in der Zwischenzeit und er ist auch sehr ängstlich und schüchtern und so. Und er hat aber, bevor das passiert war mit diesem Kometen, bevor sich die Menschheit dann in die unter die Erde geflüchtet hat, hat er eine Freundin gehabt, die er gerade kennengelernt gehabt hat. Diese junge Liebe begann gerade so aufzukeimen und dann kam eben dieser Komet und die beiden wurden getrennt, weil jeder ist so mit seiner Truppe irgendwie in den Bunker gegangen und die sind halt in Bunkeranlagen, die ziemlich weit voneinander entfernt sind und über so eine Art CB-Funkanlage halten die immer noch so Kontakt miteinander, auch so mit anderen Bunkeranlagen. Und da kann er tatsächlich auch mal mit ihr sprechen und das ist dann wieder wie früher. Und er beschließt dann doch, allen Widrigkeiten zu trotz, mal sich aufzumachen und den Weg über die normale Erde unter freiem Himmel zu ihr zu suchen. Und was natürlich sehr gefährlich ist und gerade für ihn als totalen Noob da in der Außenwelt, der kaum Kampferfahrung hat, stellt sich natürlich sehr, sehr schwer da. Seine Bunkeranlage, die wurde nämlich auch mal attackiert und dann denkt er halt, okay, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, da mal hinzugehen. Und er macht sich dann auf den Weg. Und was er da so erlebt und wen er da trifft und wie das so vorwärts geht und was dann so passiert, wenn er ankommt und ob er überhaupt ankommt. Und ja, davon handelt dieser Film. War irgendwie so eine Mischung aus
irgendwie Zombieland und ich weiß nicht, gab es noch so diverse andere Sachen, die damit reingespielt haben, fand ich. Und wie fandet ihr so? Ich fand ihn ehrlich gesagt sehr gut. Ich habe erst gedacht, da kommt jetzt irgendwie so ein seltsamer Trash-Film. Also nicht richtig Trash, aber so, dass es halt so den Trash ankratzt. Aber ich muss sagen, ich fand den Film sehr charmant gemacht. Ich habe mich stellenweise, wie du auch schon gesagt hast, an Zombieland erinnert gefühlt. Aber halt, dass halt mal nicht Zombies die Erde beherrschen, sondern mutierte Insekten und Tiere und irgendwelche komischen Monster. Und das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich charmant gemacht. Ich mag Dylan O'Brien, den Schauspieler, sehr. Der hat mir in Maze Runner schon immer gut gefallen. Ach, daher kannte ich den. Ich habe auch überlegt, ja. Genau, der ist der Hauptdarsteller in Maze Runner. Ich fand auch so die Rolle, die er gespielt hat, diesen kleinen, charmanten jungen Mann, der aber einfach Schiss hat ohne Ende, was aber dann im Film erklärt wird, warum er so Schiss hat und es absolut verständlich meiner Meinung nach ist, dass er zur Salzsäure erstarrt, wenn da so ein Viech vor ihm steht. Fand ich richtig, richtig süß. Auch dann die Story, wie er seinen Weg da eben, was waren es, 150 Kilometer, die er da bewältigen muss, fand ich sehr schön gemacht. Ich habe mich nicht gelangweilt während des Films. Ich fand es gut. Also hat erstaunlich viel Spaß teilweise gemacht. Finde ich auch. Teilweise war es ein bisschen hervorsehbar. Also man konnte schon so ungefähr ahnen, wo das Ganze hinführt. Es gab eine Szene, wo ich gesagt habe, wenn das jetzt passiert, schalte ich aus. Und dann ist der Film für mich gelaufen. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Was ich sehr gut finde. Es gibt eine kleine Mini-Storyline, die sich über den Film zieht, die leider nicht aufgelöst wird, was ich sehr, sehr schade fand. Ansonsten, ich glaube, ein zweiter Teil würde ich nicht Nein sagen. Hat mich unterhalten. Sollte ja eigentlich ins Kino kommen oder in den USA lief der sogar im Kino. Da haben wir echt Glück gehabt, dass der hier schon so schnell im Streamingdienst lief. Und ich fand auch, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, der Film irgendwie. So auch diese Grundprämisse, ja, dass dann so die in Anführungszeichen normalen Tiere, also es ist jetzt keine Alien-Invasion oder irgendwas und sind halt wirklich die ganz normalen Tiere, die dann irgendwie so mutiert sind. Man sieht auch manchmal, also manche sind ja böse geworden, die sind dann so zu Raubtieren geworden, manche aber auch nicht. Manchmal sieht man auch im Hintergrund irgendwelche riesigen Spinnen, die sich da irgendwie bewegen, aber die haben dann wieder keinen Einfluss auf das Eigentliche. Und auch das so, wollte ich noch sagen. Auch so mit diesen, war dann charmant gemacht, wenn er dann so die Sachen noch so, die Hinterlassenschaften aus der anderen Welt noch so findet und was er da so entdeckt und Das fand ich auch schon mal. Ich fand, da war relativ viel Liebe zum Detail drin. Was ich schön fand, also die laufen da durch so ein Stück Wald und Hallo? Du siehst halt, dass es nicht ein normaler Wald ist. Da sind irgendwelche riesigen Nester im Baum oder so kleine, oder so größere, wie so Wabenstruktur an dem Baum dran. Als wäre es halt ganz normal. Das ist halt, das sind so Kleinigkeiten, die ich echt richtig goldig fand, wo ich echt sage, okay, vielleicht ist das ein oder andere Monster nicht so super animiert, aber dafür sind die Details schön. Ja, Chris schreibt auch gerade, ich hatte auch gerade einen kurzen Aussetzer gehabt, aber es ging dann gleich wieder weiter. Also es war nur vielleicht eine Sekunde, ich habe einen Schreck gekriegt und dann warst du wieder da. Okay, dann gut. Ist vielleicht nur bei mir so. Okay. Darf ich jetzt auch meinen Senf zu diesem Film abgeben? Ja, mach mal. Unbedingt, ne? Bitte. Weil ich kann eure Begeisterung nicht ganz teilen. Und zwar wirklich nicht klar. So ganz weit. Die Story fand ich brutalst vorhersehbar. Mit was kommt als nächstes und ja, er wird wahrscheinlich überleben. Ich fand die Monster nicht sehr schön animiert. Also wenn ich da an diese Kröte denke, die fand ich einfach, ja, ich fand die komplett daneben. Auch, dass die so völlig übergewichtig und dann da rumschleicht und was weiß ich was, aber zuerst sich aus dem Mini-Teich erhebt, wo sie eigentlich nach menschlichem Essen gar nicht wirklich reinpasst, weil das Ding müsste ja, was weiß ich, wie tief sein, damit man da
Aber sei es drum, das sind alles so Sachen. Ich fand sehr, sehr viel, hat mich erinnert einfach an, wie es der Erik schon am Anfang gesagt hat, an Zombieland. Mit, wir ziehen darüber und dann treffe ich noch Leute und dann fange ich doch noch ein Survival-Book an zu schreiben und solche Sachen. Für mich war es wirklich aus ein paar Filmen wieder schön zusammengeklaubt und da was draus zu basteln. Wer mich abgeholt hat, war der Hund, der Boy. Den fand ich super. Der hat für mich den Film auch getragen und im Endeffekt auch gerettet. Und ohne, sind wir ganz ehrlich, ohne den Hund wäre das alles gar nicht so weit gekommen. Ja, der hat ja nicht nur den Film gerettet, der hat ja auch Leute gerettet. Also der Boy rettet, er hat also nicht nur für mich den ganzen Film, sondern nicht nur die ganzen Leute gerettet, sondern den ganzen Film auch gerettet. Deswegen weder Joel noch Amy mit einem I und zwei E. Ach, die Roboter, die fand ich noch ganz witzig. Die fand ich noch ganz cool. Aber ansonsten, ja, war es halt ein nettes Filmchen. Der, wenn er jetzt in der Sneak gelaufen wäre, wo ich gesagt hätte, okay, passt, ist ein cooler Sneak-Film mal wieder. Ja. So ist es für mich einfach ein Film, wo ich sage, okay, kann man sich auch mal anschauen, macht man nicht so arg viel falsch. Und er war ja wohl auch für einen Oscar nominiert, ne? Echt? Für was denn? Spezielle Effekte in oder? Visual Effects. Ah, Visual Effects, ja, okay. Ja. So. Oh, hat ja, Spaß gemacht. Also hat mich auch ein bisschen. Ich würde tatsächlich ein zweites Mal gucken. Im Land der Raketenwürmer. Der hat mich auch mal erinnert mit diesem einen Viech. Ja, übrigens, je nachdem, halt in welchem Portal du das eingibst, im Land der Raketenwürmer, kriegst du andere Filme. Ach so. Ich habe letztens, kam im Fernsehen, ich glaube auf Sci-Fi HD oder so, kamen die ganzen Raketenwürmer-Filme. Und ich habe mir die tatsächlich mal angeschaut, weil ich die eigentlich sehr mag. Aber wirklich festgestellt, also gerade die neueren, die ich noch gar nicht kannte, die sind ein rein Riesenrotz. Also die neuen. Also die alten hatten ja noch irgendwie so ein B-Movie-Charme. Aber die neuen, oh. Also man hat da wahrscheinlich versucht, so ein bisschen in diese Sharknado-Richtung reinzuspringen, wo man sagt, okay, wir machen jetzt ganz bewusst einen Trash-Film und versuchen das mal mit so ein bisschen Ironie. Aber es hat nicht funktioniert. Das war einfach schlecht, ey. Da hat ja, glaube ich, auch der eine Darsteller, den er hier trifft, hier, der da so unterwegs ist mit seiner Tochter oder mit seiner Nicht-Tochter, genau, den, der spielt da, glaube ich, auch mit bei Raketenwürmern, einen dieser Filme da. Ja. Ich kannte den auch irgendwo her, aber ich weiß nicht mehr. Ja, den kennt man. Also er hat bei Cliffhanger auch mitgespielt. Michael Rooker kennt man ja. Ja, aber ich, den Namen, ich kenne immer das, es gibt so viele Schauspieler, die kenne ich, weil sie immer mal wieder irgendwo auftreten, aber den Namen dazu, den vergesse ich immer. Und ich finde, also, so einen Namen wie Dylan Walking O'Brien finde ich saugeil. Also das ist so ein Name, den kann man sich merken. Walking Dead hat er mitgespielt. Merle Dixon. Stimmt. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Okay. Also Love and Monsters. Wir liegen ja relativ nah beisammen sowieso von den Punkten her. Also dafür, dass du es jetzt, wie du sagst, ja, schlecht findest. Also, nein, ich habe nicht gesagt, dass ich... Oh, du musst uns erstmal wieder ein bisschen einbremsen, hast du gemeint, ja. Ja, das habe ich ja auch gemacht, weil also von meiner Warte aus. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist. Mich haben halt die Monster nicht überzeugt. Die Animation von Visual Effects nominiert von Oscar. Ich fand es scheiße. Hervorragend, ja. Da sieht man mal wieder, wie viel Ahnung ich von dieser Thematik hier habe. Ja, häufig werden auch so Filme, so kleinere Produktionen mal nominiert, um überhaupt ein bisschen das Augenmerk auf diesen Film zu richten, wo jetzt alle wissen, okay, der kriegt es jetzt eh nicht, weil da, was weiß ich, neue Star Wars mit nominiert ist oder Tenet oder irgendwas, aber um da mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, machen die das manchmal ganz gerne. Von mir kriegt auf jeden Fall Love and Monsters eine Empfehlung und ich gebe 7,5 von 10 Punkten. Ein Film, den man sich gerade in der Pandemie durchaus mal angucken kann. Die Leute alle irgendwie eingesperrt und irgendwas. Und man geht dann doch mal raus nachher, wo es wieder besser wird und so. Das werden wir auch bald hoffentlich können. Ja. Was gebt ihr so? Ich bin auch bei 7,5 im großen Genre der Apokalypsen-Monsterfilme, würde ich sagen. Wie gesagt, ich würde den nochmal gucken. Vielleicht gucke ich den die Tage nochmal. Ich fand den irgendwie geil. Welcher Film hat denn bei dir bei Apokalypsen-Monsterfilmen eine höhere Wertung? Bitte sag Godzilla. Um jede Diskussion gleich zu beenden. Bitte sag Godzilla. Ja, so Apokalypse aber, ist das aber, ja nicht. Ich wollte gerade sagen, Apokalypse ist ja nicht.
Ja, Apokalypse ist jetzt vielleicht auch falsch gesagt. Ich, ich kann es euch sagen, welcher ganz weit vorne ist. Starship Troopers. So. Oh ja. Das ganze Gehirn ausgelutscht. Ich korrigiere, ich nehme das Apokalypse zurück im Genre der Monsterfilme. Im großen Genre. Also hat er für mich 7,5 Punkte. Ja. Ich habe ihm 6,5 Punkte gegeben, weil man bekommt, was draufsteht, Liebe und Monster. Love and Monsters and Apocalypse. Reisen müssen. Love and Monster and Meteorites. Mit Metroids and Apocalypse. Na gut, was gucken wir denn nächste Woche? In unserer schönen Heimsneak, solange ich. Nächste Woche gucken wir auf Amazon Prime Sound of Metal. Wisst ihr was, den gucke ich nochmal. Den habe ich schon gesehen, den gucke ich nochmal. Der hat mir so gut gefallen. Gesehen, ne? Ja, ich fand den super. Ich fand den echt super. Ich bin gespannt. Und hier nochmal der Hinweis für alle, die es vielleicht auch mitschauen möchten von den geschätzten Hörerinnen und Hörern. Guckt den in der Originaltonspur, weil der Film lebt ja von seiner Soundmischung. Und gerade in der deutschen Tonspur hat man es versucht, so hinzubiegen wie im Original. Aber es ist natürlich bei Weitem nicht so, wie die Oscar-Nominierte, oder er hat ja einen Oscar gewonnen für den besten Sound. Nächste Woche? Nächste Woche bleiben wir auch bei Amazon, aber da haben wir noch keinen Tipp. Weltraum. Unendliche Weiten. Ach, das ist schön. Der Tipp ist Weltraum, unendliche Weiten. Oh, ein neuer Star Trek kommt. Ja, Weltraum. Komma. Unendliche Weiten. Ich trage es ins Dokument an, somit ist es offiziell. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann der Chris hat einige Filme vom ITFS geschaut und deswegen mach mal den Heimkino-Jingle. Heimkino. Denn du hast das ja gemütlich zu Hause auf dem Rechner oder auf dem Fernseher oder? Auf eine Kombination aus Handy und auf den Fernseher streamen. Ah, das habe ich auch gemacht, ja. Also, ne, da kann man es sich auch überall mit hinnehmen. Und ich habe gedacht, wenn man schon die Möglichkeit hat, ganz viele von diesen teils wirklich exzellenten Kurzfilmen oder Filmen zu sehen, dann muss man das auch ausnutzen. Und das habe ich so ein wenig gemacht. Ich habe mich da noch ein wenig dran gesetzt und habe jetzt tatsächlich 3 Kurzfilme und 3 längere Filme im Gepäck. Womit soll ich anfangen? Soll ich abwechselnd machen oder wie wäre es am geilsten? Wie du möchtest. Ich muss ein bisschen zuhören, weil vielleicht habe ich ja sogar welche von denen gesehen, wo ich den Titel einfach nicht mitgeschnitten habe. Okay, dann fange ich an mit den Kurzfilmen und da fange ich an mit My Exercise. My Exercise ist ein Film, glaube ich, über 2,5 oder 3 Minuten, wo ein Junge mit seinem Hund zusammen Sportübungen macht. Den habe ich auch gesehen. Ja, und das klingt völlig unspektakulär, ist aber eigentlich echt süß dargestellt. Also mit wenigen Schritten und mit wenigen Zeichnungen eine sehr liebevolle Beziehung zwischen den beiden einfach erkennbar. Und finde ich, kann man mal anschauen. Ist jetzt, Ich hab gerade den Titel gegoogelt, da gibt es ein Game davon. Ja, wollte ich gerade auch noch sagen, gibt es eine App oder ein Game davon sogar. Das kommt ganz am Ende, kommt so, ja, schaut auch in unsere App rein. Also ganz cool. Auf Steam für 2,99, ey, das ist cool. Okay. Interessantes Geschäftsmodell. Also wie gesagt, fand ich ganz cool. Kann man sich mal anschauen. Soll ich mal lesen, was hier steht zu dem Spiel? Bitte? Lasst uns Sit-Ups machen, Ausrufezeichen. Ein pummeliger Junge sollte seine Übung machen. Während er im Körper eines Hundes versinkt, kommen ein paar Tiere, um ihn aufzumuntern. My Exercise ist ein kleines Festival privater Annehmlichkeiten. Hinter den rundlichen Charakteren finden sich vorsichtig versteckte Geheimnisse. My Exercise ist das erste Spiel von den preisgekrönten Animationsfilmer Atsushi Wada. Das kurze Spiel wurde in Zusammenarbeit mit dem japanischen Entwickler Ryoja Ushusha und dem Playable-Team. Spieldauer 15 Minuten bis unendlich. Okay. Ist das, vielleicht auch noch, das wiederholt Film, sich wahrscheinlich so immer der wieder. Der Film nimmt übrigens auch teil im internationalen Wettbewerb 2. Also wir hatten ja letzte Woche internationaler Wettbewerb 1, das ist jetzt internationaler Wettbewerb 2, da ist der dabei. Also wir hatten Filme aus dem internationalen Wettbewerb 1 so rum. Der nimmt da daran teil. Ich habe mir das jetzt gerade gekauft. Seht ihr dann heute Abend auf meinem Twitch-Kanal.
Übrigens, aus diesem internationalen Wettbewerb 2 ist auch Monachopsis, den haben wir letzte Woche besprochen. Ah ja, der war gut. Der ist auch hat mir sehr gut Kalifornien gefallen. Ich war da ein bisschen genau. sperrig, glaube ich. Ebenfalls aus diesem internationalen Wettbewerb Teil 2 oder 2 ist der Film, der Kurzfilm Mulm. Oh, Gott. Und den habe ich mir angeschaut und danach musste ich erstmal eine Beschreibung lesen, weil ich habe gedacht, okay, was geht in dem seinem Kopf ab? Und dann lese ich die Beschreibung mit Endpunkt versucht mit einem Stern zu kommunizieren. Dies gelingt ihm nicht, da er auf die Nachbarskatze aufpassen muss. Hä? Ja. Und diese Beschreibung hat mich komplett ratlos zurückgelassen, weil ich was komplett anderes gesehen habe und erlebt habe. Und das ist von der Filmakademie Baden-Württemberg, ist er produziert. Laura Messner. Und 7 Minuten. Und ich habe wirklich gedacht, okay, also mein Empfinden war, der Typ, der da dargestellt wird, der hat mir Angst gemacht erstmal. Dieser Endpunkt, inzwischen weiß ich, dass er Endpunkt heißt. Der hat mir Angst gemacht. So, das war das Erste. Das Zweite ist, dass ich gedacht habe, okay, der lebt in dieser Welt und muss ein neues Musikstück komponieren oder sowas. Und das sind dann die Gedankengänge. Und vielleicht liege ich da auch nicht so falsch mit blinkenden Synapsen und alles. Aber im Endeffekt saß ich dann dran so, what the fuck? Und dann lese ich die Beschreibung und habe gedacht, what the double fuck? Also, ich habe ihn wahrscheinlich... Wie lang geht der? 7 Minuten? 7 Minuten. Und ich habe ihn wahrscheinlich einfach nicht verstanden. Ich habe von diesen 7 Minuten vielleicht 3 gesehen und war danach leicht verstört. Okay. Du hast das Ende gesehen. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, ein absolutes Kunstwerk, was ich leider nicht verstanden habe. Also vielleicht kann ja die, wie ist die Macherin? Was hat sie gesagt? Produzentin ist Laura Messner von Karol Ratajczak und Tobias Trebeljahr. Vielleicht kann sich Laura mal bei uns melden. Oder Karol oder Tobias, wenn ihr das hört. Gerne bei uns. Also, ich bin da auch gerne empfänglich dafür, dass man mir dieses vielleicht nochmal erklärt. Weil manchmal, wenn ich mit so einem What the fuck zurückbleibe, dann sage ich mir, ja gut, scheiß drauf. Oder einfach nur, ja, es interessiert mich, was steckt da dahinter und lese dann die Beschreibung und wie gesagt, das war dann... Also hier steht, es ist ein visueller Trip durch die verzerrte Wahrnehmung eines obsessiven Physikers, der einen fernen Nukleus beobachtet und dabei langsam aber sicher in den Wahnsinn abgleitet. Okay. Hat das mit der Nachbarskatze zu tun? Du hast wahrscheinlich die falsche Filmbeschreibung gelesen. Nein! Kann das sein? Oder, dann haben die das hier drin, haben die das hier falsch. Aber übrigens, ich telefoniere ja öfters mal mit unseren Kollegen aus Irland. Die haben ja verschiedene Steigerungsformen von Fuck, weil du hattest da eben Fuck. Und, also da gibt's Fuck, dann gibt's Fucking Fuck. Und dann gibt's Fucking Fuck. Und dann die Stufe 3 ist dann Clusterfuck. Okay. Das ist gut. Okay, also das geht in die Richtung Clusterfuck. Okay, aber kann ja natürlich auch sein, dass die Filmbeschreibung beim ITFS falsch dann drin ist. wenn das so wäre, dann bitte ich da um Korrektur. Hat es jetzt auch das, was du gesagt hast, nicht wirklich besser gemacht. Ich habe dann noch überlegt, bevor ich zum letzten Film, Kurzfilm Empty Places komme, habe ich noch Psi-Pole oder in Klammern Doc's Field, habe ich mir überlegt, habe die Beschreibung gelesen und habe gesagt, nee, das lasse ich. Ich glaube, da muss ich weinen. Weil die Beschreibung hier ist, Tiere, die in einer Wohnung mit dem verwesten Leiche ihres Besitzers eingesperrt sind, versuchen zu überleben. In dieser schwierigen Situation findet einer der Hunde heraus, dass die Liebe zu seinem Besitzer stärker ist als der tierische Instinkt. Und ich glaube, da würde ich Rotz und Wasser heulen. Ah, das klingt nicht nur das, ich würde wahrscheinlich kotzen. Mir ist jetzt schon schlecht bei dem Gedanken. Die armen Tiere. Ah, die haben mal einen Test gemacht, habe ich gelesen. Da haben sie wirklich die Besitzer oder die sie dann gefunden haben, da war es dann so, die Katzen haben ihre Besitzer gefressen und die Hunde nicht. Ja. Siehst du mal. Katzen fressen. Toll, ihr Katzen. Besitzer, wenn sie tot sind. So, letzte Kurzfilm. Chris in seinem... Okay. Ja, Katzen sind das Böse. Genau. So, letzte Kurzfilm. In die Places war doch das mit diesem Supermarkt, diesem... Ja, dieser Puppenstufe, Puppenstuben-Supermarkt, ne, habe ich irgendwie gesehen. Ja, also das ist das Bild. Aber Empty Places fand ich jetzt einen sehr interessanten Film, der geht 8,5 Minuten, von Geoffroy de Crécy aus Frankreich. De Crécy? Crécy, ne? De Crécy.
Fand ich sehr cool. Also beschrieben ist er als Empty Places wurde vor dem globalen Lockdown fertiggestellt und ist eine Ode an die Melancholie der Maschinen. Und das fand ich sehr spannend als Beschreibung, weil ich habe das auch wieder gesehen und habe gedacht, okay, ganz viele coole Elemente einfach reingenommen. Wenn man sich mal auf den Stil auch eingelassen hat, ist es echt eine coole Sache. Vor allem, es wird immer so, wie so ein ganz kleiner Ausschnitt wird nur gezeigt, wie zum Beispiel von einer Rolltreppe wird nur immer dieses, wie halt eine Stufe nach der anderen kommt. Und du denkst dir so, okay, ja, da läuft weiter. Und dann siehst du irgendwie einen Pool, wo unten ein Poolreiniger unterwegs ist. Und dann kommen noch so größere Aufnahmen einfach draus, wo das Bild komplett ändern. Das heißt, du guckst erst ins Kleine und dann ins Größere. Und egal, wie du den Blickwinkel änderst, diese ganze Einfachheit von den Maschinen, die einfach ihre Sachen machen, und wenn du da einfach menschliche Gefühle oder sowas mit ansetzt, erkennst du, okay, dadurch, dass es auch musikalisch top untermalt ist, erkennst du die ganze Melancholie. Deswegen, das fand ich sehr cool. Den kann ich echt mal empfehlen, da auch mal reinzuschauen in Empty Places. Und der war schon, ja, sehr künstlerisch. Wirklich sehr künstlerisch. Klingt aber gut. Wirklich sehr künstlerisch, und deswegen da unbedingt reinschauen. So, jetzt machen wir noch ganz kurz die drei Filme, wo ich muss zu meiner Schande gestehen, teilweise nicht komplett geschaut habe. Ich habe sie aber so weit angeschaut, dass ich was drüber sagen kann. Und zwar haben wir da einmal Possesso oder Possession. Besessenheit. Besessenheit, genau. Und zwar läuft er alle drei laufen in der Kategorie Anymovie und Anymovie Kids. Und Possesso ist natürlich, wie man schon merkt, Spanisch und ist gemacht mit Stop-Trick und Knetanimation. Ah. Und das ist ja was ich wegen Shaun das Schaf sehr liebe. Und es ist tatsächlich in dieser Art auch von Shaun das Schaf, die Charaktere oder die Figuren sind teilweise sehr, sehr witzig dargestellt. Der Film dauert 81 Minuten, sind sehr schön dargestellt. Also so, man hat so, wenn ich da sehe, diese Figuren, und die haben einen riesigen schwarzen Schnurrbart aufgeklebt. Einfach perfekt. Ich würde auch ganz kurz hier die Filmbeschreibung einfach nehmen, bevor ich zu viel erzähle. Und zwar hier heißt es, Trini, die weltbekannte Flamenco-Tänzerin, war zutiefst deprimiert und hat die Bühne verlassen. Damian, ihr achtjähriger Sohn, ist von einem bösartigen Teufel besessen, der ihn dazu bringt, die blutigsten und grausamsten Missetaten zu begehen. So. Und es ist wirklich cool gemacht. Also, ich habe nur die Hälfte verstanden, weil es eben Spanisch ist. Es sind ohne Untertitel oder? Mit Untertiteln. Okay. Es sind Knetbrüste zu sehen. Das sieht man hier schon auf dem Cover. Da steht auch was mit da. Zu sehen. Putas steht blutig. Das kennt man ja. Es ist sehr blutig, und die Flamenco-Tänzerin, wenn ich sie jetzt nicht verwechsle, sieht aus wie Mr. Bean in weiblich. Also, also wie Rowan Flamenco Atkinson. Extremo. Also sehr witzig, und auch dann hinten raus, wenn der Priester mit seinem Kreuz kommt und das Kreuz zweckentfremdet mit anderen Sachen, die wir auch schon aus anderen Filmen kennen. Oh oh. Ja, schon sehr witzig. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, das wäre jetzt zu viel Spoiler. Schade, das wäre jetzt zu viel Spoiler. Aber wenn man das anschaut, wird man, glaube ich, sehen, was ich meine. Also ist auf jeden Fall ein absoluter crazy Trip irgendwie. Gibt es da Sexszenen wie bei Captain America, World Police? Nein. Wie hieß es? Nicht Captain America. Nee, ist auch Team America. Team America. America. Fuck yeah. Matt Damon spielt auch nicht mit. Deswegen, nee, also so das waren ja auch Marionetten. Deswegen, also es ist wirklich mal hier Wallace und Gromit auf Spanisch mit nicht sehr jugendfreien Inhalten. Auf jeden Fall mal einen Blick wert, würde ich sagen, wenn man auf diese Art Filme steht. Also, und da ich jetzt hier, wenn ich hier in die Runde schaue, ich würde Kates Gesicht sehen, die sagen, ey, geh mir weg mit dem Scheiß. Ich würde Erik sehen, der sagt, ja, das interessiert mich durchaus, mal Knetbrüste zu sehen. Dann kann man da mal. Da kommt wahrscheinlich das auch mit den Brüsten. Lassen wir das. Ich sag jetzt mal zu dem Thema jetzt nichts. Ja, lieber nicht. Stimmt das Eis hier. Also,
auf jeden Fall mal reinschauen. Dann habe ich reingeschaut oder auch mir angeschaut den Film Trash, Animovie Kids Trash. Und in Trash wird die Geschichte erzählt von Verpackungsgegenständen, die auf der Suche nach dem mythischen Papierkorb sind. Aha. Und also es ist super witzig gemacht, es ist super schön zu sehen. Also eine Szene ist bei mir wirklich im Gedächtnis geblieben, wie so eine weggeworfene Packung Pommes, wo oben noch so ein paar Pommes rausgucken, die dann wie die Frisur von dem einen wirken, da rummarschieren. Und das ist schon herzig gemacht. Es erinnert so ein bisschen an, von der Art her geht es in Richtung die Pixar-Filme, wie zum Beispiel Toy Story. So ein bisschen in diese Richtung würde ich es einordnen auch. Kommt aus Italien, dauert 88 Minuten, von Francesco da Fano und Luca della Grotta. Und Ziel ist einfach, man muss irgendwie, man möchte zum großen Mülleimer quasi kommen. Und ich finde einfach die Beschreibung auch so schön. Slim ist ein resignierter Karton. Er glaubt nicht an die Legende der magischen Pyramide. Ein Ort, an dem jeder Müll wieder nützlich sein kann. Ja, und das ist so ein ja, es ist einfach ein ganz arg cooles Stückchen Film. Auf jeden Fall mal reingucken in Trash. Den möchte ich da wirklich einem ans Herz legen. Der dritte Film, den ich jetzt noch dabei habe, wirklich hier durchhauen hier. Strike heißt der. Und bei Strike geht es um Tiere. Und Strike hat mich abgeholt, weil ich gedacht habe, okay, das sieht so ein bisschen aus wie ein Fußballspiel. Und in der Tat sind das auch verschiedene Tiere, die Fußball spielen. Und es geht, ja, es geht einfach auch um ein Fußballspiel dann. Aber es geht hauptsächlich um Mungo Morrison. Und Mungo Morrison ist was für ein Tier? Ein Mungo. Nein, ein Maulwurf. Und ein Maulwurf arbeitet natürlich in einer Goldmine. Und Mungo träumt davon, Profifußballer zu werden, von einer Profikarriere im Fußball. Und ja, als dann mit der Mine was passiert und sind die nicht auch blind? Ja, das ist ja der Witz an der Sache. Sollte er nicht vielleicht eher Schiedsrichter werden? Oh. Also auf jeden Fall, er träumt von der Fußballerkarriere. Es kommt natürlich dann auch dazu, dass er Fußball spielen darf, zu der Reise zum Wild Cup Fußballfinalspielen in Russland. Und ist eine coole Geschichte. Ist echt witziger als gedacht. Dauert allerdings 100 Minuten. Auch wieder Stop-Motion gemacht von Trevor Hardy aus dem Vereinigten Königreich. Und auch den möchte ich einmal sagen, hey, da kann man durchaus mal reingucken. Also ist auf jeden Fall was man mit Kids, denke ich, sehr gut gucken kann. Ist ab 7 Jahren empfohlen. Und ist einfach herzlich, weil es ist schon herzlich gemacht. Ja, ich habe mir mal drei von den Filmen markiert, die du vorgestellt hast. Guck bitte unbedingt Malm an und sag, ob Malm. Mulm. Okay. Okay, na dann merke ich. Ob das wirklich so. Hä? Ja. Und also, ich werde auf jeden Fall an diesem Wochenende noch mal ein paar Filme sichten. Weil, wir haben ja gesagt, nächstes Jahr Jury und so, da sollten wir natürlich auch qualifizierte Meinungen darüber abgeben. Und ich bin gespannt. Also ich finde das Angebot einfach unfassbar gut vom ITFS hier, was es da alles gibt und auch was da die Leute einfach für Arbeit reinstecken, auch in so Animationsfilme und oder in Trickfilme und alles. Das ist aller Ehren wert und egal ob der Film was für mich taugt oder nicht, ich respektiere auf jeden Fall die Arbeit, wo da drin steckt und das teilweise auch wirklich Herzblut, was damit reinfließt. Und dafür großen Respekt und vielen Dank dafür, dass das solche Werke auch mit der Menschheit geteilt werden. So. Ja, war leider keiner von den Filmen dabei, die ich gesehen hatte in dem Livestream. Aber ich glaube, in dem Livestream waren auch Filme, da waren nur teilweise Filme, neue Filme dabei, sondern irgendwie auch so welche von den Vorjahren oder sowas, glaube ich. Ja, und da war es aber auch so, da war es ein bisschen gemischt, da musste ich immer ein bisschen aufpassen, wenn das jetzt filmmäßig in eine komische Richtung geht, dass dann irgendjemand Kopf abgerissen wird und da irgendwie Kunstblut rausspritzt oder so. Ja. Da muss ich dann immer mal kurz wegmachen. Ich gucke gerade hier, da gab es ja auch dieses Programm, Live-Programm, Mediathek, ich finde es nicht mehr. Das war so an so einer komischen Stelle hier, da hatte ich so eine PDF gefunden, da standen die ganzen Titel, aber egal.
Ja, also sehr empfehlenswert, wenn ihr die Sendung hört. Ich glaube, ich werde ja jetzt am Samstag schon raushauen, dann habt ihr noch einen Tag Zeit, das zu gucken beim ETFS auf der Webseite. Und wir haben ja auch zwei Personen einen Code, konnten zwei Personen einen Code gewinnen. Die können ja auch mal einen Kommentar schreiben, was sie so geschaut haben oder vielleicht uns noch irgendwas empfehlen, was wir da noch mal gucken sollen vielleicht oder so. Okay, na, dann war es das ja zu dem Thema ETFS jetzt. Es sei denn, wir schauen jetzt vielleicht in der kommenden Woche noch irgendwas, was da im Livestream angeboten wird. Dann machen wir weiter mit den anderen Sachen. Hier unten geht's weiter. Ich habe eine kleine News, was das Thema Film angeht. Wir hatten irgendwann mal in der Sneak Preview vor einiger Zeit, als das Kino noch auf war, ich glaube, es war einer der letzten Filme in der, Sommerzeit, bevor es wieder zugemacht hat, da hatte ich ja den Film gesehen und morgen die ganze Welt. Und ich folge ja der Regisseurin schon auf Instagram und ich hatte auch schon ein bisschen hin und her geschrieben, weil die hat sich natürlich gefreut, weil wir waren vom Kinocast so ziemlich der einzige echte Review von diesem Film, weil alle anderen haben alle anderen haben irgendwie die Pressetexte abgeschrieben, aber wir hatten den tatsächlich ja gesehen, ne, den Film im Kino. Und die wollten ihn ja eigentlich später dann in diversen Pressevorführungen zeigen, was dann auch nicht geklappt hat. Und dann sollte der auch regulär ins Kino kommen, was auch nicht geklappt hat. Alles sehr schade. Auf jeden Fall kommt er jetzt auf Netflix. Also den kann man jetzt auf Netflix schauen und morgen die ganze Welt. Den möchte ich mal sehr empfehlen. Hat ein bisschen sperrigen Einstieg, fand ich. Also man muss erstmal so den Ton des Films, muss man erstmal seine eigene Wellenlänge mit synchronisieren, um es mal ein bisschen technisch zu sagen. Und dann, wenn man einmal drin ist in dem Film, da saugt er einen total rein, nimmt einen total mit. Und es ist extrem spannend und gut gemacht. Es ist wirklich einer der Perlen des deutschen Kinos, würde ich mal sagen, der letzten Jahre, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, der mich wirklich umgehauen hat, den ich vielfach weiterempfohlen habe. Und ich konnte es bloß leider nicht empfehlen, sagen, hey, geht mal ins Kino, weil kam ja nicht. Und ja, ich weiß, die Regisseurin hat da verzweifelt drauf gewartet, dass der vielleicht doch noch irgendwie einen Kinostart bekommt, aber ja, jetzt hat sie wenigstens von Netflix wahrscheinlich ein bisschen Geld bekommen, aber vielleicht, wenn die Kinos wieder aufmachen, wird er vielleicht irgendwo nochmal laufen, dann kann man den nochmal auf der großen Leinwand sehen. Empfehlung von mir. Und morgen die ganze Welt heißt der Film, gibt's auf Netflix oder in den nächsten Tagen, ich weiß nicht genau, also irgendwie jetzt, demnächst oder gleich oder ja. Dann kommen wir mal zu den Serien, wenn ich hier meinen Trenner irgendwie finde. Ach, hier. Serien. Ich habe Chris mal eine aufgedrückt gehabt, habe ich noch ein Fragezeichen, das hat er jetzt weggemacht, also will er offensichtlich drüber reden. Ja, ich wollte das ja selber noch eintragen, ich komme ja auch hier nicht, wir nehmen am Samstag auf, was? Ja, mein ganzer Vorbereitungszeitraum weg und ich habe heute Morgen dafür auch schon die zweite Folge davon gesehen, ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast. Wir reden von The Bad Batch. Mhm. Juhu. Oder Bad Batch. Ah, juhu. So, Star Wars, The Bad Batch, der Ableger von The Clone Wars. Und zwar geht es nach The Clone Wars tatsächlich weiter mit den Animationsserien von Star Wars. Und jetzt weiß ich, dass weder der Erik noch die Kate so ganz warm werden mit Star Wars Animationen. Und ich kann es leider echt nicht mehr nachvollziehen langsam, weil es ist... Ich habe es versucht. Was denn? Ich fand es doch gut, The Bad Batch. Ah ja, guck mal an. Erik, du bist bei der Clone Wars irgendwo hängen geblieben, oder? Ja, du hast mir gesagt, ja, da musst du bis dahin gucken. Da habe ich bis dahin geguckt und da hat es mich immer noch, ja, du musst da noch ein Stück weiter, nee, noch ein Stück weiter. Also ich wär damit nicht warm. Das ist nicht mein, schade. Ist nicht mein Ding. Ist echt schade, weil du verpasst sehr viel extrem gute erzählte Geschichten. Aber extrem gut erzählte Geschichten haben wir eben auch bei Bad Batch. Die Bad Batch sind quasi diese Klone, die durch irgendwelche Fehler spezielle Fähigkeiten haben. Und die überwerfen sich wirklich mit dem Imperium. Und wenn man, hast du die erste Folge gesehen, Erik? Ich hab's gesehen, ja. Also, ich fand's absolut großartig. Die haben die Ansprache von Palpatine, vom Imperator Palpatine, komplett mit reingenommen. Und deshalb, und das mal aus einer ganz anderen Sicht, nämlich mit auf die Sicht der Klone oder halt der Klonarmee, wie die dann damit auch diese Propaganda erfahren. Und einfach großartig dieser Überschlag zu den Star Wars Filmen. Auch ganz großartig der junge Jedi, der entkommt. Der taucht nämlich eventuell in einer anderen Star Wars Serie mit dem schönen Namen Rebels auf.
als einer der Hauptcharaktere und der auch eine immens wichtige Rolle spielt, auch in diesem Universum. Und diese Zusammenhänge einfach ganz großartig herausgearbeitet. Animiert finde ich es sowieso relativ cool. Ich bin super gespannt, wie das weitergeht. Die zweite Episode, die jetzt nur 30 Minuten ging, fand ich nicht ganz so stark wie den Auftakt, der ja über eine Stunde lief. Trotzdem, es macht extrem Spaß auf und auf Freude auf mehr, auf deine wöchentliche Star Wars Geschichte, wo da einfach dazukommt. Und jeder, der Star Wars mag, sollte Bad Batch auf jeden Fall eine Chance geben. Es sind Charaktere, die jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen, die vor Originalität strotzen, aber sie sind alle liebevoll in ihrer Art und Weise und arbeiten und passen als Gruppe sehr gut zusammen. Und wer eben The Clone Wars schon geguckt hat, kennt eben Bad Batch oder halt die Einheit 99 schon aus eben The Clone Wars, wo sie auch schon ihre Auftritte hatten. Und es ist einfach cool. Es macht sehr viel Spaß. Ich bin sehr froh, dass es bis jetzt nicht der komplette Flop war, sondern dass es wirklich die Clone Wars auch schön weitererzählt und auch in der Art und Weise bleibt erstmal. Deswegen, ich bin gespannt auf alles, was da noch kommt. Ja. ja. Nee, ist ja nicht so mein Ding. Also ich habe es geguckt, aber es hat mich auch nicht gecatcht. Also ich will da mal nicht zu viel. Also ich ist gut gemacht, ja, aber es erwischt mich halt nicht. Es ist halt einfach so. Deswegen, also von mir da keine Wertung dazu und ich bin da auch nicht so tief drin, dass ich das jetzt erkennen könnte, wer da mit wem und was und wie und wo und warum das so gut ist. Und ja, es ist halt, also Star Wars Animation, ich wäre damit nicht so richtig warm irgendwie. Ist halt so. Schade. Hm, ja, kann man nichts machen. Okay. Ich meine, du hast ja keine Ahnung von Filmen. Das ist aber meinem Kleinen hat es gefallen. Der hat mitgeguckt. Also der wird wahrscheinlich dann noch weiter gucken, wenn ich ihm das einschalte. Der ja, Kindermund tut Wahrheit. Das Disney Plus, das ist, ja. Okay, gut. Ich habe da stattdessen noch eine Serie geguckt. Die wolltest du eigentlich auch mal gucken, aber jetzt. Ja, wollte ich unbedingt reingucken. Bevor ich vergesse, da mit meiner Altersdemenz, bevor ich da vergesse, worum es da geht, dann erzähle ich jetzt mal drüber. Ich habe tatsächlich alles, was verfügbar war, geguckt, nämlich die kompletten zwei Staffeln. Was wahnsinnig viel klingt und es sind aber in Wirklichkeit nur 6 Folgen jeweils. So eine typische UK-Serie. Und die heißt Dead Pixels, habe ich schon erwähnt? Nee. Dead Pixels gibt es momentan noch in der ZDF-Mediathek zum Gucken. Und man kann sogar in OV gucken, was ich sehr empfehlen würde, weil der UK-Akzent ist schon sehr, sehr witzig. Und da kommen auch einige Wortwitze viel besser rüber. Und gerade wenn sie dann irgendwie sich mit Computerspiel-Fachbegriffen gegenseitig bewerfen, ja, wenn sie versucht haben, das auf Deutsch zu übersetzen, das funktioniert einfach nicht. Und in der Serie geht es darum, dass mehrere Personen, die spielen immer so eine Art, ich nenne es mal so eine Art World of Warcraft, also so ein MMORPG und also ein Massive Multi-Online-Game und die wohnen aber dann, wie man am Ende der ersten Folge merkt, die wohnen eigentlich alle in einer WG. Das heißt, die wohnen eigentlich, also sind zwei Personen, die das spielen, Mac und Nikki. Und da wohnt noch eine dritte Person mit in der WG, die Allison. Die hat das früher auch mal gespielt, ist aber irgendwie davon losgekommen und hat jetzt irgendwie sowas wie ein richtiges Leben, also so richtig mit Dating und so. Und, und die räumt auch auf und so, was die anderen schon gar nicht mehr machen. Die versinken in ihrem Müll und alles und wundern sich dann, wieso muss man den Kühlschrank abtauen und sowas und alles so eine Sachen. Und jedenfalls haben die auch noch andere Freunde, die sie da über das Spiel auch kennengelernt haben, wo sie halt so eine Party zusammen immer haben. Also gibt es noch so einen Usman, da erfahren wir dann, das will ich mal nicht verraten, was der eigentlich macht. Und auch noch Russell. Und sie lernt auf Arbeit, also die arbeiten beide, die zwei, die in der WG, die Player sind, die arbeiten beide auch in derselben Firma und spielen sogar während ihrer Arbeitszeit an diesem Spiel, was irgendwie total absurd ist, weil die eine wird dann sogar noch befördert und sowas, obwohl die ganze Zeit eigentlich nur spielt, ja, und jedes Mal, wenn ein Kollege kommt, will was von ihr, da patzt sie nur rum und das befähigt sie aber offensichtlich dazu, eine Führungsposition anzunehmen, weil sie die Leute alle nur so runtertöffelt so nebenbei und es ist einfach echt witzig. Also ich fand, die erste Staffel war noch so leicht zäh, also da mussten die sich noch so ein bisschen finden. Aber wahrscheinlich dann, wo sie in UK dann gesagt haben, komm, ey, war gut, war erfolgreich, lass uns mal eine zweite Staffel machen. Dann haben sie wirklich noch mal ein bisschen mehr reingepackt und
wer sich so ein bisschen mit Spielen auskennt, mit so Dynamiken im Spiel, wenn da so Noobs reinkommen, die erste Folge heißt ja Tötet den Noob, da hat sie zum Beispiel auf Arbeit, dann sie, kommt ein neuer Typ und der sagt, ja, was macht ihr, ja, wir spielen hier immer so, ja, kann ich mal mitmachen und so, also ist dann der totale Noob und kommt dann rein und lurkt sich da so in diese Party rein und alle haben sich irgendwie so seit Jahren, seitdem es das Spiel gibt, irgendwie hochgelevelt und der macht einfach so Pay to Win, der kauft sich einfach alles so zusammen und kommt dann so als riesige grüne Frau auf einem Drachen an und sowas. Und es ist einfach echt so absurd komisch teilweise. Es ist nicht so richtig, so übelst witzig wie IT Crowd, finde ich es nicht. Und ich habe es auch schon bei Fortsetzung Volk gesagt, ich finde auch, hier sind so manche Witze drin, wo man so ein bisschen über diese Gamer lacht, anstatt mit ihnen oder so. Also wenn du weißt, was ich meine. Also es sind so Witze drin, wo man eher so über diese Leute lacht, die so ticken. Und da kann ich natürlich, ja, es hat für mich so ein bisschen Geschmäckle und so. Und dann sind aber wiederum Witze drin, die sind einfach, die können nur Gamer verstehen. Und das ist einfach dann total absurd komisch. Und die anderen Witze, die nehme ich halt dann dafür in Kauf, dass da wirklich so absurde Situationen. Da gibt es zum Beispiel eine, das könnte dir gefallen, Chris. Der eine Typ, der Usman, der ist dann nämlich zum Beispiel mal in Korea in einem Internetcafé, weil da besonders gute Anbindung ist und verbringt da irgendwie Tage und Nächte da in diesem Internetcafé. Und da ist dann so, auch so eine Dynamik mit den anderen Personen, die da in dem Café sind. Und ach, das ist sehr lustig. Also von mir eine Empfehlung, Dead Pixels für Leute, die so ein bisschen so game-affin sind, sage ich mal. Da sind natürlich auch einige Ingame-Animationen drin. Die sind jetzt nicht so geil gemacht wie bei Mythic Quest. Aber es ist natürlich auch. Apropos Mythic Quest. die zweite Staffel ist da, die ersten drei Folgen seit gestern. Dann gucke ich lieber das als Bad Batch. Das hat es mir jetzt leider heute nicht gereicht, noch reinzugucken, sonst hätte ich das angesprochen. Aber nächste Woche, versprochen, geht's um Mythic Quest. Hast du schon geschaut, oder was? Nein, ich hab's noch nicht geschafft, aber nee, das wirst drei du Folgen sind da, bis nächste Woche sind es vier Achtung, Folgen. Achtung, Spoilerwarnung, das wirst du auch bis nächste Woche nicht schaffen. Das schaffe ich bis heute Abend vielleicht. Weil es ist Feiertag und Brückentag. Da ist Feiertag und PlayStation 5, sag ich mal. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Naja. Okay, also, Dead Pixels, ich werde es, glaube ich, mal mit verlinken. Und genau. Dann sind wir doch schon, ach nee, eine Rätselecke. Ja, Chris ist heute dran. Ha, Rätselecke. Machen wir gleich den anderen Trailer oder? Welchen Trainer brauchst du? Kurz oder Glomp? Ja, kurz oder Glomp. Kurz oder Glomp. Händefickel, scheiß Dreck da. Ah, schön, dass ich es noch erklären muss. Hervorragend. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu Kurz oder Glomp. Meine beiden Kandidatinnen und Kandidaten sind die Kate und die Erik. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hallo. Ich hoffe, eure Buzzer sind bereit. Einmal kurz bitte testen. Sehr gut, sehr gut. Und Erik, deiner? Also. Okay, vielen Dank. Ja. Erste Frage, es geht um Gurt oder Glomp. Also für alle, die es nicht wissen, wir spielen dieses Spiel. Heute stelle ich mal drei Fragen, maximal vier Fragen. Best of three sozusagen, man muss zwei oder mehr einfach mehr Fragen beantworten wie der andere richtig. Dann gewinnt man dieses Spiel und darf in nächster Woche der Gastgeber oder die Gastgeberin sein. Und ich habe heute, passend zu unserem Film, den wir hatten, wieder Fragen rausgesucht. Und ich frage euch beide, seid ihr bereit? Harry Potter. Ja. Machst du ja immer. Und ich frage das Publikum, seid ihr bereit? Yes. Okay, erste Frage. Für den Hund Boy aus dem Film Love and Monsters wurden insgesamt drei Hunde eingesetzt mit dem Namen Huey, Dewey und Louie. Stimmt das oder nicht? Wer soll zuerst antworten? Das ist der, wo zuerst die Antwort weiß. Ich sag, stimmt nicht. Okay, was sagt Kate? Ich würde auch sagen, dass es nicht stimmt, beziehungsweise wahrscheinlich, dass es nur zum Teil stimmt. Aber nein, es stimmt nicht. Ich sag, es sind zwei. Okay, und ich glaube schon, dass es drei waren, aber die heißen halt so nicht. Aber ich habe die Frage ganz deutlich gestellt. Also ja oder nein? Gurt oder Glomp? Stimmt nicht. Okay, es stimmt nicht. Alles klar. Die Antwort ist, stimmt nicht. Es wurden nur zwei Hunde eingesetzt und die hießen Hero und Dodge. Habe ich nämlich gelesen. Ich habe ziemlich viel über den Film gelesen. Ich bin gut vorbereitet.
Das ist natürlich hart, okay. Das ist natürlich, aber das ja, weil, mich, das heißt weil, natürlich, mir der, weil mir der Film gefallen hat. Ne? Eventuell hättest du diese Info zurückhalten sollen, weil jetzt kannst du natürlich immer als erstes antworten und Kate hängt sich einfach dran und dann geht es zur Stichfrage. Ja, dann antwortet dann halt Kate jetzt zuerst. Jetzt, eben habe ich zuerst geantwortet, jetzt kann Kate antworten. Nein, das steht euch frei. Hallo, wer ist der Showmaster hier? Okay, zweite Frage. Sowohl Ariana Greenblatt als auch Michael Rooker, von dem hatten wir es vorher, waren schon in Filmen des DC Universe zu sehen. Falsch. So, jetzt ist erstmal die Frage, wer ist Ariana Greenblatt? Genau, Ariana Greenblatt ist das kleine Mädchen, die mit Michael Rooker umhergezogen ist. Also falsch. Wobei, war das die nicht die Tochter von Ant-Man? Nee, nee, ich glaube, das stimmt nicht. Aber Ant-Man wäre ja Marvel, nur mal so als... Achso, stimmt, ja. Ja, nicht, dass ich mich da auskennen würde. Jetzt nochmal die Frage, nochmal bitte. Ich wiederhole die Frage noch einmal. Sowohl Ariana Greenblatt als auch Michael Rooker waren schon in Filmen des DC Universe zu sehen. Okay, nein, stimmt nicht. Michael Rooker habe ich irgendwie bei DC in Erinnerung. Da. In Filmen, also nicht in der Serie, da gibt es ja Flash, da gibt es ja tausende Charaktere oder Arrow oder sowas. Da sage ich auch nein. Also beide nein? Es steht 1-1, beide sagen nein und nach dieser Runde steht es tatsächlich 2-2, weil es ist nein. Aber sie waren beide schon im Marvel Cinematic Universe zu sehen. Und zwar, Ariana Greenblatt war die Young Gamora in Avengers Infinity War. Und Michael Rooker kennt man als Yondu aus Guardians of the Galaxy unter anderem und was weiß ich was. Ach stimmt, da habe ich den, ja. Ja, deswegen habe ich das vorher auch nicht genannt. Ja. Der aufmerksame Hörer von vorher hat wahrscheinlich schon gedacht, Mike Rook, und er nennt nicht Guardians of the Galaxy, was ist los mit dem? Kann nochmal zurückspulen. So, dritte Frage, 2-2 steht's. Vielleicht schon die Entscheidung. Oh mein Gott, das ist so spannend. Ich bin zu aufgeregt. Ja, und ich erst. I'm so excited. Dylan O'Brien. Dylan O'Brien hat eine Rolle im neuen Indiana Jones Film ergattert. Korrekt. Dann sage ich jetzt nein. Und die Antwort ist Stand heute nein. Damit hat der Erik gewonnen. Bin ich das mit 3-2. Also drei so falsche heute gehabt, das war ja fies. Ja, drei falsche. Und die Schätzfrage hätte es halt richtig in sich gehabt. Weil die Schätzfrage wäre um Indiana Jones gegangen, aber schade. Nein, die Frage wäre, wie viele Minuten ging der erste Indiana Jones Raiders of the Lost Ark? Er ging 115, dann hätte der Erik auch schon wieder gewonnen. Also ein erdrutschartiger Sieg für Erik. Applaus für den Erik. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Erik, du darfst nächste Woche Guts oder Klomp machen. Yeah, super. Und Kate, vielen Dank fürs Mitspielen. Schön, dass du hier beim Podcast warst. Wir melden uns gegen Weihnachten wieder bei dir. Mach's gut, ne? Nein. Nächste Woche hast du da wieder beste Chancen. Und jawohl, dann kommen wir gleich zu den Musiktipps für unsere schöne Playlist hier, für die ich gerade den Trenner nicht finde. Hier. Music. Das ist eigentlich so unser Tier. Da ist hier noch so Zeug drin hier, sowas. Ding Dong! Was ist das hier? Games. Ja, wenn wir Games haben. Games haben wir auch noch, siehst du mal. Ja. Was ist das hier? Was ist Games haben wir bestimmt bald wieder. Alarm! Ach, da ist das. Ach so. Hast du auch noch die Okay? Ich muss, ja, das ist auch noch. Ist alles hier. Okay. Muss man hier alles sortieren. Hier. Muss man hier mal ein paar Sachen rausschmeißen hier. Mega, wie dein Soundboard eigentlich noch total aktiv ist. Mega gut. Okay, ich hatte eigentlich einen Song ausgesucht gehabt aus dem Film, aber ich mache jetzt was anderes. Wo ich nämlich einen Kurzfilm gesehen hatte von dem Internationalen Trickfilmfestival, der mir sehr gut gefallen hat. Da war ein Song drin von einer Stuttgarter Band, die ich bis dato nicht kannte, die heißt Kaufmann Frust, eine Post-Punk-Gruppe. Allerdings ist das nicht sehr punkig, der Song, heißt aber Armee mit 1000 Köpfen. Und das Video sieht sehr geil aus. Man findet es leider nirgendwo im Netz. Vielleicht irgendwann nochmal. Mal gucken. Ich habe von Louis Capaldi Bruises. Ihr seid echt beide so witzig. Für liebe Hörer,
sowohl Kate als auch Erik hatten den gleichen Song ausgewählt und jetzt haben sie beide drauf verzichtet. Nehmen wir den das nächste Mal als große Überraschung. Ich habe einen neuen Song von The Offspring ausgewählt. Gibt's die noch? Ja, die gibt's noch. Und die machen immer noch die gleiche Mucke wie immer. Aber sie haben keinen Sex mehr. Das ist natürlich. Genau, weil der neue, oder einer der neuen Songs von The Offspring heißt We Never Have Sex Anymore. Sind natürlich etwas älter geworden, ne? Ah. Ja. Okay. Außer mit sich selbst wahrscheinlich nicht mehr. So. Ist das auch so? Hey. Ja, genau so, Erik. Self-Esteem hier. Ganz genau so geht dieser Song. Ganz genau so. Lasst euch von niemandem was an. Das erzählt genau so und nicht anders. Self-Esteem. Hatten die eigentlich außer Self-Esteem noch irgendwas anderes Gutes? Oh ja, Pretty Fly for a White Guy. Ah, stimmt. Das war und The Kids Aren't Alright. Und, das kenne ich nicht. Doch, den kennst du. Doch, den kennst du. Kenn ich den? Bestimmt. Weiß nicht. Ja, hör mal rein. Gott sei Dank sind wir ein Film- und Serien-Podcast und kein Musik-Podcast. Ich werde nachher mal die Offspring mal bei Spotify mal abchecken hier. Ja. Hier steht da noch ein Thema. Wann ist denn das hier reingekommen? Ja. Chris, was ist da los? Bei sonstig ist das der Abschluss. Wir kommen ja immer Kommentare und alles. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich wurde angefragt letzte Woche, ob ich nochmal fürs Lift-Magazin kurz einen kleinen Text schreiben möchte mit Bild. Und den Text habe ich geschrieben. Ich habe noch kein Feedback zurückbekommen, ob der Text so in Ordnung ist, ob der so durchgeht. Deswegen unbedingt ins nächste Lift-Magazin reinschauen. Und dann kam es zum kleinen Fotoshooting. Und das kleine Fotoshooting hat mich dann zu den Innenstadtkinos nach Stuttgart verschlagen. Zuerst vor's Gloria, wo ich schon ein sehr emotionales Bild gemacht habe. Vom Gloria, wo dann die Werbung für die Sneak auch noch läuft, wo ich dann schon eine Träne verdrückt habe. Und wir konnten es dann tatsächlich organisieren, dass wir trotz ITFS kurz rein konnten in den Saal vom Gloria 2. Dann nochmal danke an die Veranstalter und an die Organisatoren vom ITFS natürlich und dann natürlich auch an die Leute von den Innenstadtkinos, das ist ganz klar. Und ich konnte kurz 2 Minuten mal wieder im Kinosaal sitzen. Hätten sie auch mal einen Projektor anmachen können, oder? Und das ist schon hart. Also es ist schon hart, da zu sitzen, zu wissen, okay, es ist wirklich anders. Also ich schaue gerne Filme zu Hause, gar kein Thema, oder unterwegs, oder auf dem Handy, oder auf dann bald beim neuen Fernseher. Aber Kino ist eine ganz eigene Welt, eine ganz eigene Atmosphäre. Und ich hoffe, und da möchte ich das auch wiederholen, was mir diese Woche jemand sehr Herzliches und Liebevolles aus dem Kino geschrieben hat. Die meinte nämlich, die Maggie, die meinte, den meisten Weg haben wir jetzt hinter uns und die größte Strecke vom Weg haben wir hinter uns. Und so sehe ich es auch und ich hoffe, dass wir bald wieder ins Kino dürfen. Ja, ich will auch noch was sagen. Kann man nur zustimmen. Ich will auch noch was sagen. Darf ich? Nein! So. Ich möchte allen Hörern ans Herz legen, die Ausgabe vom Lift-Magazin dann zu lesen, in der der Chris dann veröffentlicht wird mit seinem Beitrag. Denn ich durfte exklusiv diesen Beitrag schon vorab lesen und ich hatte Pipi in den Augen. Ich habe ein bisschen geweint. Ui. Das ist ein sehr, sehr schöner Beitrag, den der Chris geschrieben hat. Emotional geworden hier. Ja. Passiert öfter, aber trotzdem, es ist sehr schön. Ich möchte es jedem ans Herz legen. Könnte man eigentlich jetzt so einen Kinosaal mal mieten und da irgendwie Star Wars gucken oder sowas? Jetzt mit ein paar Leuten oder so? Also nur mit Getesteten und alles oder Freunden, Bekannten oder so? Das wäre doch cool. Nee, ist immer noch nicht drin. Nein. Naja, dann nicht. Okay. Kommentare gab es ja nur so für dieses Gewinnspiel. Die haben ja auch schon ihren Code bekommen. Ansonsten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Kommentare zu der Sendung habt, geht auf kinocast.net und schreibt die dort oder nutzt die sonstigen Kontaktmöglichkeiten. Ja, wenn ihr die Fotos sehen wollt vom Chris, auf Instagram hast du die gepostet, in der @coyote_22, ne? Also auf Instagram kann man mir nur nach Berechtigung folgen. Das hat dienstrechtliche Gründe. Das liegt an den Nacktfotos, die du immer postest. Nein, das möchte ich weder mir noch irgendjemand anderem antun. Ich habe es tatsächlich nur in der
Gruppe der Gloria Sneak Gruppe in Stuttgart auf Facebook gepostet. Wobei Facebook ist eigentlich. Kann es sein, dass Facebook tot ist? Ja. Ist das so? Weiß nicht. Denke. Ja, irgendwie schon. Ich werde es auf jeden Fall bei Twitter reinhauen. Ist alles irgendwie scheiße. Na gut. Okay, dann gehabt euch wohl, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bleibt gesund. Bis nächste Woche dann. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Hallo. Auf Wiederhören. Tschüssi. Baba. Bis bald im Kinocast.